Hallo, hallo, wir haben ganzen Wust an Material gekriegt. Apple Watch SE, Apple Watch Series 6, iPad Air. Alles wollen wir kurz anprobieren, ein erstes Hands-on machen und schauen, was die ersten Eindrücke sind. Fangen wir gleich mal an mit dem, was ich am Handgelenk trage. Und zwar ist das die Apple Watch Series 6. Aber welche ist es jetzt? Series 5? Series 6? Aber ehrlich gesagt, so auf den ersten Blick, einen wirklichen Unterschied erkennt man nicht. Die sind extrem ähnlich. Liegt natürlich auch daran, dass wir hier die normale Farbe gekriegt haben. Eine der normalen Farben, so ein Grau. Sehr hübsch, aber eben nicht so auffällig wie Blau oder Rot. Dort würde man sofort sehen, dass es die neue Uhr ist. Was mich jetzt aber wundernimmt, die Helligkeit. Ist sie wirklich so viel heller? Ja, ich würde sagen, das müssen wir ausprobieren, aber dann gehen wir schnell nach draußen. Wir haben jetzt natürlich leider keine Sonne hier, aber trotzdem, so auf den ersten Blick, ja, sie ist ein bisschen heller, die Series 6. Die Unterschiede sind aber jetzt in dieser Situation nicht gewaltig. Ich denke, die wird man dann vor allem sehen, wenn wirklich die Sonne scheint, wenn sie wirklich so auf das letzte bisschen drauf ankommt. Das war's mal von dem und jetzt messen wir mal den Sauerstoffgehalt im Blut. Das Hauptfeature kann man ganz einfach einstellen, die App starten, die Hand schön auf den Tisch legen und dann dauert so 10-15 Sekunden und schon ist die Messung des Blutsauerstoffs gemacht. Für mich jetzt nicht vielleicht das Wichtigste, die zentralste Angelegenheit, aber sicher gut zu haben, vor allem wenn es dann einfach automatisch über eine längere Zeit gemessen wird und einem warnen würde, wenn etwas passiert. Insgesamt 420 Franken beginnen die Preise für die Apple Watch Series 6. Ein gutes Upgrade, nichts Spektakuläres, vor allem interessant für Leute, die ältere Apple Watches haben oder eben die unbedingt so eine schöne blaue oder rote Farbe möchten. Einsteiger und Leute, die nicht so viel Geld ausgeben möchten, die haben jetzt noch eine neue spannende Alternative und zwar ist das die Apple Watch SE. Wo haben wir die? Ja, und die wird gleich jetzt angeschaut. Stopp, da müssen wir jetzt kurz unterbrechen beim Auspacken, wenn man da nämlich in die Verpackung der Apple Watch, egal ob SE oder Series 6, reinschaut, dann fehlt etwas und zwar der Charger. Nur noch ein Kabel ist dabei, aus Umweltgründen, macht durchaus Sinn, aber eben, wenn man da so einen nicht hat, dann muss man den extra bei Apple kaufen, kostet 20 Franken. Vielleicht sollte man sich da irgendwo anders so einen USB-Charger besorgen. Eigentlich sinnvolle Umweltsache, aber halt auch irgendwie, ja, 20 Franken werden eingespart und etwas zurück bekommt man leider nicht. Weiter geht's mit Auspacken. Zu Preisen ab rund 300 Franken gibt's die Apple Watch SE, das neue Einsteigermodell und ja, die macht auf den ersten Blick einen richtig tollen Eindruck. Der Unterschied zu meiner Series 5 hier, ja, der ist nicht gewaltig. Klar, Always On Display, das ist das, was man wirklich offensichtlich am meisten vermisst. Dann gibt es halt keinen EKG-Sensor, es gibt keinen Blutdruckmesser wie in der Series 6. Aber das sind auch so die größten Unterschiede. Prozessor ist auch ein bisschen älter als in der Series 6. Aber sonst kriegt man alles, zum Beispiel auch die neuen schönen Zifferblätter und halt alle Funktionen von Bezahlen, alle Nachrichten kriegt man. Und ja, halt das gesamte Grundpaket. Es gibt leider auch hier weniger Farben, das ist auch ein großer Unterschied zu Series 6, wo es viele Farben, viele Materialien gibt. Hier gibt es einfach drei Farben in Aluminium. Farbe muss man dann mit den Armbändern reinbringen. Hier haben wir eine schöne Ledervariante in dunkelblau, auch sehr dezent. Gibt natürlich auch ganz poppiges, knalliges, auffälliges für die Apple Watch SE. Für mich ist die SE nach dem ersten Ausprobieren ganz klar ein Geheimtipp. Das wird ideal sein für die meisten User. Ich hätte mir ein bisschen mehr Farben gewünscht, aber es brauchte dann auch einen Unterschied zur rund 120 Franken teureren Series 6. Und als nächstes schauen wir das iPad an und da haben wir ein bisschen eine erste Überraschung. Ich habe nämlich nicht genau hingeschaut. Das ist das normale, günstige Einsteiger-iPad, nicht das iPad Air. Das kommt erst später. Schauen wir uns aber kurz auch das Einsteigergerät an.
Die größte Neuerung beim Einsteiger-iPad ist der Prozessor. A12 Bionic steckt nun drin, rund 2 Jahre alt, reicht aber völlig aus für dass alles richtig schön flüssig und schnell läuft. Ein sehr attraktives Angebot, auch wenn sonst nicht viel geändert wurde, rund 350 Franken. Einsteigergerät bietet aber alles, was man sich von einem Tablet wünscht. Man kann es sogar mit Tastatur und Stift nutzen. Wir haben nun also 3 Geräte neu gesehen, die vor kurzem erst vorgestellt wurden. Die Neuerungen sind nicht wahnsinnig groß. Viele Details, viele kleine Dinge, die man sich genauer anschauen kann. Das mache ich dann bei den Watches hoffentlich auch in einem ausführlichen Test, der dann später kommt.